So, da bin ich wieder. Hallo Leute, hier ist wieder euer Gartok. Willkommen zurück zu Let's Play of also, Orcs and Men. Gehen wir? Ja, wir gehen. Wir gehen sofort hier jetzt zur Kapelle. Und zwar... Nach dir. Weiß Gott auch immer warum. Ich weiß nicht mal warum. Aber das wird bestimmt Gründe haben. Plausible Gründe. Ich weiß nur noch, dass wir irgendwie einen Herrscher des Imperiums töten müssen. Das sind so meine Informationen. Kann nicht so schwer sein. That music. Da sind wir. Die Kapelle ist gleich dort. Du weißt, dass ich nicht fliegen kann. Das brennt wie Zunde. Ein Höllenfeuer. Und die Schüler scheinen drin zu sein. Der Großinquisitor wird durchdrehen. Ihr solltet leise vorgehen. Ich warte hier auf euch. Kümmere dich nicht um uns. Geht's los. Endlich werden sie bezahlen. Mit Blut. Hey, reiß dich zusammen. Wir haben eine Mission. Wir sind nicht hier, um in Blut zu baden. Die Inquisition zerstört unseren Glauben und verweigert uns die Existenz. Sie wollen meine Sippe vom Erdboden tilgen. Gib mir eine Harfe und lass mich an deiner Schulter weinen. Du redest zu viel, Rakash. Ich habe dich gewarnt. Was? Warte, ganz ruhig. Bleib ruhig. Du brauchst ihn. Was zur Hölle? Verdammt, der Kerl ist komplett irre. Was ist auf die Fresse gekriegt? So. Na, mein Großer. Hallo. Na, du. Kleine. Etwas. Oh, hab ich eine Münze für den Jungen? I don't give a fuck. Ihr steht alle im Weg. Was macht der da? Wahrscheinlich ist er abdrogen. So, Tür. Ne, wir können ja grundsätzlich keine Tür verwenden. Was? Nein, das lassen wir mal, Arke. Wir gehen da ein wenig anders da an die Sache. Wir... Nee, ich will die herhaben. Beziehungsweise... Was ist mit dir? Wie lange sitzt du hier fest? Mit heute 2 Tage. Bis jetzt ist alles gut. Alles gut? Glaubst du? Meine Waren können nicht so lange warten. Als wäre die Ausgangssperre nicht genug, haben sie auch noch die Mauer dicht gemacht. Glauben, sie können tun, was sie wollen? Sie können es. Wenn du über die Inquisition herziehen willst, dann ist lieber woanders. Ich will keinen Ärger. Da ist noch einer. Ich weiß nicht, ob ich an den rankomme hier, an den hier. So. Gut, Akai, jetzt darfst du. Jetzt darfst du ein bisschen Blut baden. Und zwar provozierst du damit. So, und rundum Angriffe. Und du? Ja! Ruff! Ruff! Ruff schneller! Destabilisieren Angriffen. Ja, gegen den, genau. Geh mal ein bisschen weg, weil der dreht gleich durch. Mal wieder. Zack, 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 zack. Okay. Kein Bock. Ja.
zack. Hinten Stickschnitt. Ich werf dich tot. Du wirst unter dem Gewicht der Messer leiden. So. Hallo. Warum trägst du eine Weihnachtsmütze? Na gut, ist ja bald Weihnachten, also. Beinschutz des Champions, das dürfte was für Arkay sein, ne? Genau. Mehr Standhaftigkeit, dafür weniger Abwehr. Nee. Und dir? Ich steh doch blöd in der Gegend rum. Okay. Ich würde gerne mit euch reden, aber dafür gibt es kein Interface. Sorry. Da. Nein. Da lang. Dupdidupdidu. Ich hätte gerne irgendwas. Keine Ahnung. Ich hätte gerne Armbrust. Ich kann nicht einfach ohne den Großen gehen. Würde ihm nicht gefallen. Ich sollte ihn holen. Das sah sich doch nach einem Secret aus, oder? Hier kann ich mich zurückverwandeln aus irgendeinem Grund, aber... Schade. Warum kann ich mich jetzt nicht zurückverwandeln? Also... Ich habe irgendwas kaputt gemacht. Ah. Seltsam. Ach geil. Da steht ein Wachmann. Da steht noch ein Wachmann. Oh Mann, bist du dämlich. Pff. Ja, ich hab ihn umgebracht, aber das interessiert auch niemanden. Wow, wow, wow. Na gut. Hätte ja sein können, dass es noch klappt. So, Arkay. Provoziert. Und haut dem da. So, und Umschlag. Den da, dem brechen wir mal die Rüstung. Ne, den stabilisieren wir erstmal und dann die Rüstung beschädigen. Arkay. Ja, das war jetzt zwar nicht, was ich wollte, aber gut. Kann ich mit leben. Und dann hauen wir dem hier mit schnellen Griffen. Dann hat er den. Sticks. Oh. So. Und du haust den jetzt endlich tot. Zack. Zack. Und. Ja, das war der falsche Angriff, aber scheiß drauf. So. Dann den hier. Hast du mich? Nicht? Gut. So. Ich find's auch schön, dass die immer gleichzeitig leveln, ne? Attribut. Sticks bekommt... Kommt Geist, der soll ein bisschen... Ja, übernehmen wir.
Und ist das Fokus. Konzentration vergiften. Nächsten drei giften und versuchen Schaden. Oh. Vergiften, das nehmen wir. Todfeind. Eine Serie von zwei harten Schlägen, die eine hohe Bedrohung beim Ziel verursachen. Mörderische Wut. Kostet seine Verteidigung. Das ist ein Berserker-Modus. Oh, ein Sturmangriff. Den nehmen wir. So, und er kriegt eine Stärke. Ja, speichern wir. Sehr gut. Ah. Hier ist nichts. Aber gut, kann ich beleben. Hier geht's hoch. Hm. Der baut solche... Hä? Okay, du stehst im Weg. Danke. Hm. Okay. Das ist offenbar nur, um da zu sein. Vielleicht hier was? Aha. Imperiale Armbrustschütze. Komme ich um dich herum? Um euch und zu den Armbrustschützen hoch? Oh, da ist noch einer. Und ich bin hier oben ein bisschen getrappt. Ah, ich habe irgendwie gerade die Treppe nicht gesehen, sehen wollen. Gehen wir weiter hoch zum zweiten. Steht Arkay. Eigentlich sollte er ihn sehen. Aber er ist einfach nur dämlich. Das ist, ich meine, den Dicken kann man ja nicht immer sehen, ne? Aber gut. So. Bei dir möchte ich. Krieg ich nicht anvisiert. Jetzt kriege ich ihn anvisiert. So, du sagst einen Sturmangriff. Verdammt! So, und du. Hau den tot. Da! Da! Da steht einfach I don't have any idea what I'm doing. Ach, jetzt kriegst du Angst, ne? Oh mein Gott. Ja, er ist nicht ganz von Begriff, ganz schnell. So, hier komme ich gerade her, ne? Gut, dann weiter. Ich glaube, das war richtig, was ich hier mache gerade. Nein, das sind nur von diesen Bauern da. Die können mir gar nichts. Ja, das ist ein Rundgang. Okay. Da lang? Maybe. Richtig. Oh, Steckbriefe. 500 Gold. Ja, gut. Das kann man steigern. Das ist steigerungsfähig. Das da sieht richtig aus. Sieht nicht aus wie eine Falle oder so, aber... Da ist eine Wache. Echt? Da ist eine Wache. Da ist eine Kiste. Eine Kiste. Handschuhe des Scarlet.
Energie plus 5. So an Energie. Macht das. Feind zu unterbrechen. Alternative ist Standfestigkeit. Also wenn sie selber nicht unterbrochen werden oder die anderen unterbrechen. Ich glaube, das ist für Stick sogar gut, wenn er andere Unterbrechungsdinger. Euch interessiert's nicht, ne? Er ist tot. Achso. Ich mag die einfach. Das ist so herrlich dämlich. Oh. Ist teilweise lächerlich, ne? Warum ist niemand? Da sind Leute. Dichter. Ohne mich hat Arm keine Chance. Ich sollte sehen, was er treibt. Da steht ein Hund. Da kommt gerade ein Hund. Ich warte mal den Hund ab. Hier weg, Hund. Danke. Gott, das sind alles so dämliche Wachen, ne? Was? Sie haben es gesehen? Wie das denn? Oh, den Hund, den. Das war kein Sturmangriff. Aber gut. Fliegende Deutsche. Mehr fliegende Deutsche. Nein, das ist dem. Egal. Ich sehe gerade nichts. Aber egal. Fliegende Deutsche. Flieg, Dolchis. Oh, wir können mal vergiften. So. Den da, weil der andere wird jetzt gerade zerhauen. Vergiftet. Vergiftet. Könnte ich vielleicht auch mal vorher machen noch. Immer vergiften, die Deutsche. Das ist, denke ich, ganz sinnvoll. Das heißt, jetzt könnte ich zum Beispiel hingehen und sagen, vergiften. Oder? Ah ne, Dauer 15 Sekunden, okay. Das heißt, immer kurz vorher kann ich mal vergiften. Okay. Gut, finde ich cool. Vergiften ist gut. Loot. Zwei Handelspunkte. Das ist die seltsamste Währung, die ich je gesehen habe, aber irgendwie mag ich's. Noch mehr Handelspunkte. Oh, ich bin reich. Akai, wir sind reich. Wir gehen nach Malibu. Wenn jemand weiß, wo Malibu liegt, könnte er es mir mal sagen. Ich weiß es nämlich nicht. Oh, jetzt habe ich hier ein paar Wachen umgebracht für ein bisschen Loot. Die immer noch. Ne, immer noch vergiftet. Wo muss ich eigentlich lang? Das Gefühl nicht hier. Und da? Dein Cousin? Ja, sie haben ihn gestern eingesperrt. Es macht mich krank, sie hier zu beschützen, während sie ihn rüsten. Was hat er getan? Zwei Fässer geschmuggelt. Das ist doch gar nichts. Null Toleranz. Selbst der Anführer wurde ausgefragt. Es sind nun schon Stunden. Was machen die da drin? Sie beten für ihre Seelen. Tja, klar. Warte, ernsthaft? Das sind die Haustiere des Großen. Sorry. Ich hätte gerne euer Gespräch weitergehört, aber ich bin auf Mission. Alter, die fliegenden Messer, die vergiften viermal hintereinander. Ich hoffe, das ist stackbar. Machen wir es einfach.
Wir können das benutzen. Wir gehen mit den Fackeln herum und zünden alles Brennbare an. Die Tür. Sie muss brennen, damit sie nicht heraus können. Ziemlich erbarmungslos, oder? Wir enden an der Tür und verschwinden. Darf ich das jetzt machen? Das wäre cool. Einfach alles anzünden. Burn with fire. Oh, schade. Da hätte ich jetzt gern gehabt, dass ich selber mache. Wie brennt der Stein da oben? Ah ne, das sind die Laken. Ah, okay. All die Schreie. Hörst du das? Ja, lass sie kreischen. Oh nein, das ist jetzt die Auditore! Grün heute, die unsere Miliz überfordert haben. Die Jagd ist vorbei. Was habt ihr getan? Die Schüler! Sie rösten, Arschloch! Meine Schüler! Tötet sie! Vollidiot. So, Anhänger des Inquisitors. Ich glaube, den sollte ich mal ein wenig umhauen. Bam! Weil der kann zaubern offenbar. Das lassen wir mal, das mit dem Zaubern. Rundumschläge. Du vergiften. Und ihn hier mit Destabilisierungsangriff. Mit fliegende Dolchen, weil jetzt ist der mal viermal vergiftet. Vergiften. Und du kriegst es selber. So, du bist tot. Und du kriegst den da. Dunk. So, provozieren wir mal. So. Oh, bei dem einen hat die Vergiftung nachgelassen, aber den da sehe ich gerade, den können wir jetzt mal. Der andere dürfte gleich am Gift drauf gehen. Oder auch nicht. So. Sehr gut. Hierher. Schnell. Ja. Aber sicher doch. Ich glaube, ich habe mir gerade einen Erzfeind geschaffen. Aber gut. Soll vorkommen. Ich meine, na. Gute Arbeit. Nun bin ich dran. Sobald ihr bereit seid, gehen wir runter. Ja. Überdenkt eure Schritte. Es gibt kein Zurück. Wenn ihr in der Kanalisation seid, geht's zur anderen Seite der Mauer. So einfach ist das. So einfach, also einfach so. So einfach halt.
Guck, ob der noch was zu verkaufen hat. Nun, bei dem Wirbel, den du verursacht hast, dachte ich nicht, dich wiederzusehen. Aber du hast es geschafft. Man kann den Geruch des Todes über Meilen wittern. Und noch was. Einige haben ihren Nutzen aus der Situation geschlagen. Du solltest mit Fuchs reden. So neues Zeug für mich? Konzentrationsregeneration. Ausweichen. Ich will diese Lebenspunkte-Dinge nicht aufgeben. Handschuhe des Überlebens. Ausweichen. Ja, meiner ist besser. Wermutsstock. Oh! Danke. Meins. Lebensregeneration ist immer gut. Das heißt, du kannst das Ding da haben. Du kannst die hier noch haben. Gut. Verbessern. Die Handschuhe gleich verbessern noch. Sonst noch was? Ja, ich wollte AK. Handeln. So. Der hatte hier ja noch was. Ich glaube, die sind besser, wenn ich sie aufrüste noch. Mutter der Erde brauche ich nicht mehr. Das heißt, ich kann die hier weggeben. Sagen, verbessern. Die Beinschützer und sind besser, genau. Sehr gut. So. So, dann gehen wir noch und rüsten noch die Items aus. Zack. Archive. Zack. Gut. Dann würde ich jetzt noch mit. Gerne mit Monkey reden. Gut, euch wiederzusehen. Eure Mission war nicht einfach, aber ihr habt sie gut gelöst. Sieht so aus, als hätten sich die Bastarde der Inquisition nass gemacht. Es gibt Leute, die einen Nutzen daraus ziehen. Sprecht mit Fuchs. Das hat der andere auch schon gesagt. Sonst bist du echt nutzlos. Ich meine, du bist Anführer der Gilde, aber... Ja. Ich war statt an Sophias zu werden, insofern... Fuchs! Nun, Jungs, ihr habt da draußen ganz schön Wind gemacht. Ihr seid aber nicht die Einzigen. Es gibt noch einen Blutkäfer da draußen, der ganz schön Wirbel macht. Ein Blutkäfer? Erzähl! Wie ich gehört habe, wurde er gefangen. Aber als ihr im Pass aufgeräumt habt, ist er entkommen. Sicher, dass es ein Blutkäfer ist? Es ist mein Job, solche Dinge zu wissen. Er hat ein paar Sklaven befreit und jene, die nicht wieder eingefangen wurden, sprachen von ihm. Wie auch immer, er sollte sich lieber aus dem Staub machen. Die Inquisition ist hinter ihm her. Die Jagd hat begonnen. Ich kann nicht zulassen, dass sie ihn wie ein Tier jagen. Bring mich zu seinem Versteck. Ganz langsam. Ich kann euch bis zur Hütte bringen, bei der er zuletzt gesehen wurde. Aber danach... Ha! Bist du verrückt? Du willst dein Leben für diesen Typ riskieren? Toll! Er ist also dein Kumpel. Aber sagst du nicht immer, dass die Mission Vorrang hat? Theoretisch ja. Aber wenn er mit uns kommt, haben wir eine größere Chance, die Mission erfolgreich zu beenden. Wie auch immer. Es ist, wie es ist. Ich werde ihm helfen. Offensichtlich muss ich auf deinen Hintern aufpassen. Der Auftrag muss von jemandem stammen, der mich wirklich hasst. Mist. Gut, aber ich würde sagen, dann... das Verstecken sehen wir uns dann im nächsten Part an. Und... Ach, ich lass noch die Szene durchspielen. Du weißt, dass wir gerade in riesige Kiefer gehen, ja? Was zur Hölle machen wir hier eigentlich? Wir retten einen Blutsbruder. Ich werde keine ganze Garnison mitschleppen. Einer deiner Sorte reicht und das ist schon äußerst kompliziert. Du bist allein, Rakash. Du stirbst vor Einsamkeit. Die Blutkäfer sind eine Familie. Meine Familie. Danke. Du musst mich nicht daran erinnern, dass die Familie Ärger bedeutet. Das wusste ich schon. Keine Familie. Kein Stress. Bring mich einfach zu meinem Bruder.
Das scheint der richtige Ort zu sein. Ich hoffe, es ist nicht zu spät. Gut, dann würde ich aber sagen, das machen wir dann in der nächsten Aufnahme. Mein Name ist Gotthold. Ich hoffe, euch hat diese Session hier gefallen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann demnächst wieder. Bis dahin und ciao, ciao.